Dann haben wir das hier so. Jetzt müssten wir den eigentlich, Moment, Cursor to Selected um 3D-Cursor. Steuerung L7. Jetzt drehen wir den mal wieder zurück. Und wollen wir rotieren um Z90 Grad. Dann haben wir das so. Achso, das hat er jetzt auf der anderen Seite gar nicht mitgemacht. Dann machen wir das gerade manuell. Ist natürlich doof. Cursor to Selected. Zack, das müsste der sein. Rotieren Z um 90 Grad im Minusbereich. So, das sind quasi die Wandhalter, so stelle ich mir das vor. Die halten das Ganze hier fest. Und die ziehen wir natürlich hier an der Stelle auch nochmal ein Stück nach oben. So. Haben wir das. Ich denke, das sieht doch ein bisschen abwechslungsreich aus, wenn das so ist, wie es da ist. Dann haben wir hier die Wand. Genau, das ist vielleicht ganz schön. Mal gucken. So, und jetzt kommt eigentlich das, wo ich mich am meisten drauf freue. Mehr oder weniger. Curve Plane. Mal so. Und jetzt sieht man, glaube ich, wirklich, worauf es hinauslaufen soll. Ich um den. Oder nee, wir machen das anders. Das ist ja hier alles noch nicht vergittert. Von daher kann man es ja auch so machen. So, und das wird jetzt ein bisschen face-intensiver. Wahrscheinlich. Aber ist nicht so schlimm. Zack und zack. Ziehen wir den hoch. Und machen den so. Legen den so drüber. Ich denke, das dürfte in Ordnung sein. Dann haben wir da eine halbwegs schöne Verperlung. So, und jetzt können wir nämlich auch den Rest anpassen. Wir machen es uns jetzt ein bisschen einfacher. Ziehen den einfach hoch, dass der da ein bisschen rausguckt. Und skalieren den ein bisschen in die Breite. Und hauen hier mal ein Solidify drauf. 0.025. Vielleicht sogar schon wieder 0.015. Ich muss gleich mal Licht anmachen. Ey, das wird hier gerade derbe dunkel. So. Haben wir das doch. Das ist doch ganz cool. Haben wir das so. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir an den Seiten den Stand jeweils zumachen, dass man hier nicht hintergucken kann. Das wäre eine Möglichkeit, dass man da einfach das zuhängt, irgendwie auch ähnlich schräg wie in dem anderen. Ich kann das ja mal gerade machen. Kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, was ich meine. Was einfach mal so rotieren das. Rotieren das um Y. Und machen den jetzt einfach mal ganz sporadisch hier zu. In etwa. Das wären jetzt quasi so, ich stelle mir vor, dass das jetzt Leinentücher wären oder was in der Richtung, die damals da irgendwie so davor gegangen haben, dass es halt da abgeschlossen ist. Sozusagen. Ups. So, könnte er an der Stelle auch noch ein bisschen höher hängen. Hier kämen mir jetzt eh noch zwei Kollegen rein, die das hier ein bisschen abrunden. Vielleicht so. Und am Ende kann man natürlich hier die Faces auch wieder nehmen und verbinden. Eigentlich kann man das ja hier auch machen. So,
Zack, dann haben wir da nicht so einen Face-Verbrauch. Übrigens, speichern könnte ich auch mal. So, und das ganze Ding wird jetzt einfach nur noch mal kopiert nach hier drüben. Und da muss ich gucken, bis wohin? Bis hier wahrscheinlich. So, und dann haben wir hier einen abgeschlossenen Marktplatz. Einen abgeschlossenen Markt. Abgeschlossenen Marktstand. Was in der Richtung. Und so wäre der. Kann man den so lassen? Das ist die Frage. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Ich bin mir unsicher. Aber hey, deswegen habe ich ja euch. Ihr könnt mir das gerne mal sagen, ob wir den Marktplatz so lassen oder nicht. Ich haue derweil schon mal ein Empty rein, während ihr das schreiben könnt. Und dann werden da alle Sachen dran geparented. Keep the offset. Ups. So, und jetzt kann ich den Kollegen nämlich auch wieder schön bewegen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und wir sehen schon, der ist natürlich viel zu groß. Oder nee, warte mal, wir machen das mal ganz anders. Nehmen mal diese beiden hier dazu. So in dem Dreh vielleicht. Ja, so könnten die doch eventuell sein. So stelle ich mir das vor, in etwa. Gucken wir mal hier unten. GZ. So, zack, da haben wir da die Verkaufsfläche daneben. Sozusagen sind die Dinger von den Schweinen. Und fertig. Keine weitere Diskussion. Doch ein bisschen zu klein, ich weiß es nicht. G und Z. So, ja, so vielleicht. Oder nee, warte mal, die Tür ist ja viel kleiner. Doch wieder alles ein bisschen kleiner. Wir müssen da jetzt wirklich ein bisschen ausprobieren. Ja, so in etwa könnte das hinkommen von den Relationen. Ja. Da stehen die mit dem Oberkörper gut drüber. Genau so kommt das hin. So, und jetzt ist die Frage. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Zack, 5B. Zack. 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 Kopieren wir uns einfach 5-mal. Jetzt haben wir hier alle einzeln. Müsste geklappt haben. Genau. Und können uns dann, obwohl, warte mal, 4 ist ein bisschen ungerade. Nehmen wir vielleicht 5. Oh shit. Nehmen wir vielleicht R5, haben wir da ein bisschen mehr Abwechslung. Und jetzt könnte man noch eine zweite Art Stand machen, die wir davon vielleicht irgendwie ein bisschen, ja weiß ich nicht, absondern, die noch ein bisschen anders aussieht, die man dann so dazwischen machen kann. Also so, dass hinterher insgesamt 3 verschiedene Arten von Ständen da sind. Jetzt wäre die Frage, es gibt die mit dem Dach drüber. Dann könnte man vielleicht wirklich noch die machen ohne Dach. Was könnte man noch machen? Bin mir gerade auch so unschlüssig. Trink nochmal einen Schluck und denk drüber nach. Oder Moment, ich mach mal Pause und mach mal Licht an. Kleine Sekunde. So. Ja. Ups. Da wieder rumgedrückt, irgendein Kram. Dann haben wir das. Das wäre dann eigentlich schon das dritte. Wir brauchen aber noch irgendeinen Stand, der vielleicht ein bisschen anders aussieht, weil die Zelte sehen ja auch schon alle relativ gleich aus. Bam, 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 bam.
Was könnte man da noch machen? Könnte vielleicht. Vielleicht einfach so ein paar Tische machen. Könnte ich mir vorstellen, dass man einfach so ein paar Tische dazu ballert, wo welche dann so ihre Waren aufbauen oder sowas in der Richtung. Das könnte man vielleicht machen. Gut, Tisch haben wir jetzt eigentlich auch schon gebaut. Aber machen wir einfach nochmal. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Haha. Zack, zack. Zack. Und nee. Mirror. So, und die können ja dann eigentlich auch ja, vielleicht so und so sein. Bisschen weiter auseinander. So, zack. Dann haben wir noch einen Cube rein. Mirren den auf X und Y. Skalieren den erstmal runter. Und dann haben wir gleich hier ein paar schöne Tische. Das geht ja relativ zügig, so einen Tisch zu bauen. Das ist doch ganz schön, denke ich mal. Ist natürlich jetzt auch die Frage, wie hoch man den macht. Ups. Wahrscheinlich, man könnte ja auch unterschiedlich hohe Tische machen. Das könnte man natürlich auch machen. Das bliebe einem ja auch unbenommen. Ein bisschen zusammenskalieren hier, so zack. Und unter diesen Tischen könnten dann auch, weiß ich, irgendwelche Kisten stehen oder irgendwelche Fässer oder irgend so ein Kram. Das machen wir jetzt mal gerade hier. Sammeln wir einfach so ein bisschen die Tische an. Mache ich jetzt mal so. Vielleicht. Muss ich dann nachher erst richtig anordnen, wenn ich weiß, was los ist. So, mal einen mit zwei Tischen, einen mit drei Tischen, dann, keine Ahnung, ist der eine Tisch ein bisschen kleiner und der andere ein bisschen kürzer oder was in dem Dreh. Jupp. Jupp. So, genau. Und den machen wir halt ein bisschen kleiner. Jetzt nicht viel, nur ein bisschen. So, und dann können die da ihre Waren drauf präsentieren. Und das hat ein bisschen Abwechslung drin, finde ich. Da könnte man dann wirklich halt so ganz, ganz viel Designkram noch machen, dass man da noch eine Harke hinstellt und irgendwelchen Zeugs und weiß der Kuckuck, was man da alles noch machen kann. Irgendwelche Mehlsäcke und alles Mögliche. Körbe würde ich halt gerne gleich noch machen, so kleine viereckige Holzkörbe. So Transportdinger irgendwie, die dann unter den Tischen noch stehen oder was in der Richtung, dass da ein bisschen Abwechslung ist. Halt nicht nur die drei Tische stehen. Und ja, sowas in dem Dreh. So wie so eine IFKO-Kisten oder sowas. Bim, bim, haben wir das. Die stehen jetzt erstmal da, weil wir die nicht weiter brauchen erstmal. Das sind nur unsere beiden Tischgruppen. Was könnte man da noch machen? Die könnten zum Beispiel auch noch irgendwelche Hocker stehen. Die können wir gerade mal machen. Irgendwie einen schönen Hocker. Mal ein Bevel drauf. Skalieren den mal klein. Skalieren den mal klein. Weite plus 3. Ist natürlich doof, dass wir jetzt das so machen, aber das geht ja ganz einfach. Wir löschen hier das Face raus. Ups, Edge auch. Dann funktioniert das ja so. Haben wir einen kleinen Hocker stehen, wo die jetzt meinetwegen dann drauf sitzen oder was in der Richtung. Das muss ja auch gar nicht so groß detailliert sein. Da geht es dann ja halt wirklich mehr darum, hier ein bisschen die Abwechslung zu schaffen. Drehen wir das alles mal ein bisschen. So. Vielleicht. Ja, ich will die eigentlich noch gar nicht so nah aneinander schieben, denn die werden ja dann gleich eh noch ein bisschen formiert, sozusagen.
Und jetzt geht es erstmal so ein bisschen um grundlegende Designsachen. Mal ein bisschen kleiner hier den Einhocker. Drehen den noch ein bisschen so. Und das sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Haben wir hier vielleicht, ups, na sag mal. Auch nochmal drehen. So. Und dann haben die da meinetwegen ihre komischen Hocker. Z180. So. Den, ups, fahren wir auch noch einen rüber. Dann haben die da alle ihren Kram.